Das heißt, wir werden jetzt hier demnächst ein bisschen was verkaufen können. Denn wir haben Gold und wir haben Schmuck und so weiter und so fort. Dann können wir endlich mal was loswerden. Weil offensichtlich brauchen wir so wenig Schmuck hier. Da ist gerade mal eine Tonne weggegangen in der Zwischenzeit, wo der da bis zur Insel gefahren ist. Das ist ja sehr gut an sich. Meine Nase hat gerade irgendwie auf mich abgesehen. Die juckt nämlich hier permanent rum. Gewürze 100%. Sehr, sehr gut. Wunderbar. Ich hör auf, mich jetzt zu nerven mit deinen Handelsrouten. Das nervt. Diplomatie kam von, kann doch nur Inselstatus sein eigentlich. Keine Ahnung. Aber wenn irgendwas Schwerwiegendes ist, dann wird ja die Spielzeit auch verlangsamt. Das fällt ja dann auf. Nein, verdammt, jetzt habe ich mich verbaut. Aber das darf auch mal vorkommen. Mal, wohlgemerkt. Du kommst dahin und du machst Gewürze abbauen. Wohlgemerkt, du machst Gewürze abbauen. Du kommst direkt daneben hin. So. Und du... Überprüft eure Handels. Also jetzt langsam wird eklig, ne? Also der war es doch nicht. Kommandos, Diplomatie... Ob das zur Diplomatie gehört? Ich glaube eigentlich eher weniger. Okay, Handelsrouten, Handel. Aber Handel ist ja eigentlich hier. Ach, egal. Hier fehlt noch das Feld. So. Wo könnte man hier noch einen reinquetschen? Vielleicht hier? Ja, der passt genau rein. Das ist ja fantastisch. Wird zwar ein bisschen knackig dann hier. Okay, die eine Ecke, die nehmen wir jetzt damit. Das ist egal. Beziehungsweise, Moment. Könnt ihr auch einfach jetzt statt da uns einfach hier lang bauen. Dann hier, da bin ich mir gerade unsicher. Nee, das ist ungünstig da. Das können wir vielleicht im Notfall dann irgendwann nochmal so nutzen. Ich mache hier nochmal, brauche ich nochmal einen Weg lang. Dann könnte man hier noch eine Gewürzplantage hinbauen. So. Und auch hier ziehen wir einen Weg lang. Eigentlich könnten wir hier mal auf Steinwege umrüsten. Haben wir noch Steine bei? Nein, haben wir nicht. Aber wir könnten auch hier eigentlich einen Ziegelmacht-Dingsbums hinbauen. Aber nun gut, lassen wir es erstmal außen vor. Der hat keine Kanonen, finde ich nicht so toll. Holen wir hier erstmal alles so gewürztechnische ab und bringen das in die Hauptstadt. Weil hier werden die Gewürze gerade echt böse knapp, Leute. Beeil dich mal. Was wird noch knapp? Nahrung wird knapp, hatte ich gesagt, ne? Okay, Nahrung, da kann man noch was machen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Die Insel würde ich jetzt erstmal so lassen, wie sie ist. Hier könnte man durchaus nahrungstechnisch was machen. Hier eher weniger. Okay, hier haben wir definitiv zu viel Wolle am Start. Da fehlt ein Weg. Das heißt, ich werde da demnächst noch ein paar Sachen hinbringen. Okay, alle sind irgendwie beschäftigt. Ich mache auf langsam kurz. Wir können eigentlich diese Insel hier noch ausnutzen, wo das Gold ist. Ist zwar sehr riskant mit dem Vulkan, aber... Naja, gut, egal. Ignorieren wir den jetzt einfach mal ein bisschen. Ich baue mal schnell ein Schiff zurecht. So. In einer Wahnsinnsgeschwindigkeit hämmern sie auf dem Schiff. Wie schön. Überprüft eure Handelsrouten. Der verkauft doch Stoffe. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wobei, wir können ihn eigentlich jetzt auch stornieren. Den Kollegen, weil wir jetzt unsere eigene Stoffproduktion haben. Also ich werde hier nochmal schnell alles reinladen, was wir so haben. Dann können wir den hier eigentlich gleich mal parken. Beziehungsweise Kanonen hauen wir noch rein. So, du kommst auf den Parkplatz. So, zack. Dann holen wir uns nochmal eben ein paar Werkstoffe hier. So, vielleicht ein paar mehr Ziegel und bringen die hier hoch. Dann werde ich hier mal ein bisschen ausbauen. Ist ja auch nicht gerade so einladend aus mit der Ecke hier, aber na gut. Na gut. Wir haben immer noch keine Verkaufserlöse. Ach, wir verkaufen ja hier auch gar nichts mehr. Das ist ja schlampig von mir gewesen.
So, 525 und dann verkaufen wir hier auch gleich Schmuck zu 650, war das, glaube ich, genau. So, haben wir jetzt hier eigentlich verkauft? Oh, hier haben wir ja richtig gut Verkaufserlöse. Okay, dann wurde auch definitiv Schmuck verkauft. Ja, man sieht's. Die wollen auch Gold und sowas alles haben. Überprüft eure Handels- ist schon klar, dass sie Gold haben wollen. So, du... Ach, du holst ja... Hä? Wie viele Stoffrouten haben wir denn eingerichtet? Haben wir zum... Ey! Wo ist denn der jetzt? Wie ist denn das? Der? Ah, genau. Okay. So, dann gehst du auch mal dahin. Und du lädst hier mal Zeugs nach. Wann habe ich eigentlich auf schnell gemacht? Also, hätte ich das gar nicht mitbekommen. So. Dann packe ich mal so hier einen Marktplatz hin. Und werde hier mal so... Werde hier mal so... Na, sag mal. Ist aber genug hier. So ein bisschen aufräumen. Anführungsstrichen. Und den Hirschen ihre Lebensgrundlage nehmen. Nein, natürlich ist das nicht meine Absicht. Und hier ein paar Getreidefarmen hinbauen. So. Dies zum Ersten. Eigentlich könnte man jetzt auch Steinwege bauen, denn wir haben Stein. So. Dann eine Windmühle hier hin, oder eine Getreidemühle besser gesagt. Überlege gerade, nimmt er den noch mit? Ja, den nimmt er noch mit. Und dann werde ich auf der anderen Seite, direkt parallel gegenüber, noch ein paar Farmen hinbauen. So. Eine Mühle wird da wohl nicht ausreichen. Und dann hier einen Bäcker hin. Sehr schön. So, aber ich denke mal, das wird nicht reichen danach, da nachher. Jetzt mangelt es an Holz. Okay, Holz haben wir nur keins mehr. Würde ich sagen, belassen wir das erstmal so, wie es ist. Und sagen hier schon mal Bescheid, dass wir Nahrung abholen wollen. Und bringen die dann schließlich in die Hauptstadt. Ups, los geht's. Ah, so, wie sieht's denn mit den Ressourcen aus jetzt hier? Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Gewürze, ja, Gewürze könnte man noch durchaus ein bisschen dran feilen. Ich werde mal noch hier ein paar Plantagen hinpoppen. Hier zum Beispiel noch eine. Und würde ich hier so ein bisschen mit Abstand noch eine hinbauen, damit wir da einen Weg zwischenfirmeln können. Dann könnten wir durchaus natürlich daneben noch eine hinbauen. So. Überprüft eure Handels- Und wenn ich nicht will, ich will meine Handelsrouten nicht überprüfen. Ich habe keine Zeit für sowas. Das ist total belastend. Ich will das nicht. Lass mich in Ruhe damit. So, hier passt noch wunderbar eine. Euer Konkurrent hat ein neues Schiff gebaut. Das treue Volk will euch ein Denkmal. Also ich weiß gar nicht, wie viele Denkmäler wir bereits bauen können. Das muss ja so eine Menge sein. Bisher, wenn wir jetzt hier schon so den übelsten Park aufbauen an Gewürzplantagen, dann nehmen wir die Ecke hier auch noch mit, ob die nur effizient ist oder nicht. So ist uns jetzt einfach mal egal. Aber damit ist die Gewürzproduktion auf jeden Fall gesichert schon mal. Für die nächsten 2 Minuten. Die Verkaufserlöse sind unglaublich. Jetzt fällt mir gerade mal auf. Die sind wirklich unglaublich. Also die müssen ja richtig gut gerade hier eingekauft haben. Ah ja, das Gold ist weg. Okay. Sagt alles. Ich glaube, wenn es möglich ist, dann würde ich hier direkt noch eine Goldmine hinbauen wollen. Aber da streckt mal wieder das Holz. Oh. Ja, okay. Und dann schlage ich mal vor, um vielleicht ein bisschen Geld hier und da einzusparen, werde ich einfach mal die Schmelzen lahmlegen und auch die Minen. So. Das sieht ja schon richtig gut jetzt aus. Überprüft eure Handelsrouten. Nee, die bleibt so, wie sie ist. Und jetzt bauen wir noch mal ein bisschen hier an der Mauer weiter. Ups,
So. Und dann können wir langsam auch mal so ein bisschen mit dem Gedanken spielen, auf Aristokraten umzusteigen. Ist auf jeden Fall mal eine Überlegung wert, finde ich. Denn schließlich spielen wir ja ein Endlosspiel und wir haben ja nun keine konkreten Ziele, also sollten wir uns irgendwie selber Ziele setzen. Und Aristokraten dann irgendwann mal zu haben, ist natürlich, sage ich mal, so ein Standardziel, was man auf jeden Fall irgendwie haben sollte, sofern man denn so weit kommt. Um schlussendlich, sage ich mal, dann die dominierende, ist mir das Wort entfallen, die dominierende, jetzt ist der Wurm drin gerade, der Wurm will nicht abhauen. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwie was reißen kann, aber sieht nicht so aus, die Ecke hier ist ein bisschen kacke. Mensch, Peter. Ich glaube, es wird nicht allzu schlimm sein, wenn ich jetzt hier den einen abreiße, ne? Zweifel könnt ihr mich alle hauen. Ich will nicht! Lass mich in Ruhe! Tut weh! So, jetzt aber. Jetzt können wir hier weiter bauen. Ich mag es ja gar nicht, wenn irgendwie so eine Ecke irgendwo fehlt und man dann deswegen nicht weiterbauen kann. Ja, genau so eine Ecken hier meine ich. Okay, dich brauchen wir jetzt wirklich auch nicht mehr. So, ich baue den einfach mal dahin. Man könnte hier so Wohngebiet noch ein bisschen erweitern, deswegen... Da jetzt die Ziegel alle sind, werde ich das auch... Jetzt habe ich gerade einen Drehbogen. Moment, wo waren wir denn? Ach so. Das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Denn hier passt noch ein Haus hin. Hier passt noch wunderbar eins hin. Hier auch, hier auch. Rein theoretisch auch hier hinten, aber... naja. Jetzt gucke ich gerade mal, okay, das Wirtshaus ist ja sowieso hier und die Schule ist hier. Die nimmt das also alles wunderbar ein. Gebietstechnisch wunderbar. Jetzt können wir auch mit der Mauer weiterbauen. Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Die Nachricht haben wir noch nie gehört, glaube ich, oder? Die kommen mir so unbekannt vor. Dublonen. So, wie sieht's denn aus? Also, ja. So, die Vorräte sehen auf jeden Fall viel besser aus als vorher. Oh! Wir können sogar rein theoretisch Gewürze verkaufen. Also belassen wir es doch nicht einfach nur bei der Theorie, sondern setzen es in die Tat um. Gewürze ist auf 50 Tonnen festgelegt, wunderbar. Quatsch, Kakao, sorry. So können wir nämlich auch mit den ganzen Verkäufen noch durchaus eine Menge Kohle reinholen. Hier könnten wir natürlich... Ach so, hier wollten wir ja noch ein bisschen ausbauen. Stimmt, ja, da war ja was. Du hast Stoffe, komm mal her. Werde ich dich auch einfach mal weiter mit Stoffen belasten. Ziegel waren jetzt gerade ein Problem, genau. Würde ich sagen, holen wir doch einfach hier Ziegel ab, weil hier haben wir ja definitiv immer welche. So, nehmen wir einfach mal mit eine Runde und dann fahren wir hier runter und bauen hier noch ein bisschen aus. So, das ist unser Stofftypi. Ja, weil der nimmt dann... Es ist total ineffizient hier. Das müssen wir jetzt mal abändern. Das geht nicht. Das funktioniert so nicht. So. Rafft euch auf, Bewohner dieses Dorfes oder was das auch immer ist. Ihr werdet zur Arbeit benötigt. So. So. Und dann extenden wir hier auch noch gleich ein bisschen. Ich überlege gerade, wie es am besten und am effizientesten wäre. Ich würde mal sagen, wir bauen den hier einfach so ein bisschen in die Ecke rein. So. Und, bauen dann hier noch eine Weberei hin. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dann könnte man hier noch einen reinquetschen. Der wird dann zwar halt, da wird zwar das Zeug direkt los.